Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Themenabend heute. Ich begrüße ausdrücklich und ganz besonders natürlich unseren heutigen Referenten. Henning Stoffers wird heute den Vortrag halten. Ich freue mich natürlich auch. Ich freue mich natürlich auch, dass wieder einige in Präsenz da sind. Das ist jetzt das zweite Mal nach der Corona-Pause sozusagen. Aber wir haben das Ganze ja ausgleichen können, indem wir seit September 2020 bereits diese Vorträge über Video oder beziehungsweise Livestream im Internet übertragen, sodass alle teilnehmen können, alle, die hier im Saal eben nicht sein können. Und ich muss sagen, Henning Stoffers hat auch schon zwei Vorträge nur als Livestream hier gemacht, ohne Publikum. Und er hatte, das war der absolute Renner, an Zugriffszahlen an die 2000 Zugriffe. Da sind wir natürlich stolz. Das ist, und er kann vor allen Dingen stolz sein, dass er so viel Publikum angezogen hat. Aus der Erfahrung des letzten Mals, ich möchte nur diejenigen, die es hier am Bildschirm sehen, sehen das nicht. 30 Personen sind hier zugelassen, die teilnehmen können. Wir hatten heute 25 Anmeldungen, das heißt, wir haben noch ein kleines bisschen Luft nach oben. Sie sitzen alle auf Abstand und wir versuchen hier mit Lüftung und so weiter natürlich die ganzen Viren, Last und so weiter so weit runterzudrücken, dass es hier sicher ist. Aber Sie sind uns weiterhin natürlich immer auch im Internet herzlich willkommen. Wir werden genauso wie bei den letzten Malen bis auf den direkten letzten Vortrag, wird der Vortrag wieder 14 Tage abrufbar sein über die Homepage und dann über unseren YouTube-Kanal übertragen werden. Ja, ich möchte natürlich kurz noch, zu den Erfahrungen vom letzten Mal. Ich bitte Sie sehr herzlich, nicht in den Vortrag also Fragen zu stellen, direkt wenn Sie da irgendwas auf dem Herzen haben, sondern abzuwarten, bis der Vortrag zu Ende ist. Bitte speichern im Gedächtnis und dann hinterher können Sie gerne sicherlich Herrn Stoffers noch Fragen stellen, weil das sehr viel einfacher ist, auch für diejenigen, die von außen her zuschauen. Ja, zu Henning Stoffers. Henning Stoffers muss ich eigentlich in Münster gar nicht vorstellen. Er hat sich seit vielen Jahren der Stadtgeschichte Münsters verschrieben, kann man schon fast sagen, und hat vor der Pandemie Kinosäle gefüllt mit seinen Vorträgen. Das läuft jetzt, glaube ich, so langsam wieder an, dass er also auch dort Vorträge hält und ihm, habe ich schon gesagt, auch hier schon einige Themen am Vorträge gestaltet hat. Er hat, und da ist er sicherlich ganz vielen auch bekannt, denn auch dort hat er sehr hohe Zugriffszahlen, seit Jahren eine eigene Internetseite entwickelt und fortgeführt. Münster, Menschen, Geschichten und Erinnerungen, wo er sehr viele Bilder auch präsentiert, Dokumente präsentiert und Bildgeschichten zu verschiedenen Themen. Das sind Sachthemen, aber eben er stellt auch viele Lokalgrößen hier vor, also porträtiert Menschen, die in Münster bekannt oder auch weniger bekannt sind. Immerhin hat er über 200 Beiträge dort veröffentlicht und seine Leserschaft ist, wie gesagt, auch dort oder ja, Leserschaft sehr groß. Großen Anklang bei seinen Themen, die er immer wieder aufbereitet. Ende 2021 hat er bekannt gegeben, dass er mit dieser Webseite aufhört und sie hat sie dann zum 01.01.2022 sozusagen in die Hände des Stadtarchivs übergeben. Das heißt, wir hosten diese Seite jetzt. Das ist aber im Grunde ein abgeschlossenes Archivpaket. Da wird nichts mehr gepflegt, da kommt nichts mehr dazu. Es werden auch, wenn sie überhaupt vorhanden sind, kleinere Fehler nicht korrigiert, sondern das ist ein abgeschlossenes Archivprojekt. Wir werden diese Seite aber bis auf Weiteres weiter abrufbar halten und es wird, denke ich, auch weiterhin sicherlich rege genutzt werden. Er hat zwar gesagt, dass er aufhört, aber so ganz ist er dann doch nicht aufgehört. Er hat mittlerweile ein neues Projekt begonnen, gemeinsam mit seiner Frau Mila. Sie präsentiert dort Beiträge zum Thema Malerei und er hat auch da schon wieder ein paar Geschichten, Münstergeschichten eingestellt, die sicherlich auch von Interesse sein werden. Wenn man ihn googelt, kommt man auf all diese Seiten wunderbar drauf, also kein Problem. Er hat auch einige Bücher publiziert und das hat er auch gesagt wieder, nachdem er eigentlich das Projekt im letzten Jahr aufgehört, weiter tun. Also er hat schon eine beachtliche Veröffentlichungsliste. Alles geht es immer um Münster und Stadtgeschichte Münsters. Und das ist auch Thema des heutigen Abends selbstverständlich. Er wird uns gleich heute durch ein ganzes Jahrhundert Stadtgeschichte führen, uns Bilder und Geschichten präsentieren, aus der Zeit zwischen 1860 und 1960. Dabei wird er nicht nur die Geschichten, sondern vor allen Dingen auch Fotografen vorstellen. Es gibt einige Bekannte, da wird er auch etwas zu der Lebensgeschichte dieser Fotografen sagen. Es gibt aber auch viele unbekannte Amateurfotografen, die aber jetzt hier dann auch nochmal zur Geltung kommen. Ja, insgesamt möchte er gerne den Wandel und die Vielfalt der Stadt präsentieren
Und wir dürfen Henning Stoffers jetzt gerne begleiten auf seinem Ausflug in die Vergangenheit. Sie haben das Wort. Liebe Frau Bussack, herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch an den im Internet. Ja, als ich zusagte, diesen Vortrag zu machen vor einem halben Jahr, hatte ich gar nicht geahnt, was ich auf mich genommen habe. Denn das Thema, das ist so umfangreich und es würde den Rahmen sprengen, wenn ich all das hier zeigen würde, was möglich wäre. Deswegen musste alles leider komprimiert werden. Es fehlen Teile, der Erste Weltkrieg wird nicht behandelt, der Zweite Weltkrieg auch nicht, zwar die Zerstörung. Aber lassen Sie sich mal überraschen. Wir fangen an, 1860 heißt das, ist es das erste Jahr, wo ein Fotograf in Münster fotografiert hat. Und die Bilder, die ich Ihnen zeige, die kommen jetzt. Und zwar sehen Sie hier ein altes Bild. Unten sehen Sie Friedrich Hund, Nachfolger. Da ist also schon ein neuer Besitzer des Fotografen. Friedrich Hund hat den Laden übernommen, das Fotogeschäft. Und auf der Rückseite dieser Pappkartons ist dann immer abgedruckt, wer der Fotograf war. Und der erste in Münster war der Friedrich Hund. Und der kam nach Münster erst 1840. Da war er 33 Jahre alt. Er hat eine Knopfmacherlehre gemacht und hat dann erfahren, dass man fotografieren kann und hat als Autodidakt sich das Fotografieren beigebracht und hat ein Fotoatelier in der Kreuzstraße aufgemacht. Dann 1885 ging das Atelier an einen Nachfolger, das waren die Brüder Hülswitt, und später dann die Firma Roth und Cordes auch in der Kreuzstraße. Und jedes Bild, was er gemacht hat, oder auch die anderen Fotografen, die hatten dann seitlich dann angebracht, wer war der Fotograf, da sieht man auf der Karte seitlich links, Friedrich Hund, oder diese Aufnahme vom Schloss. Da fragen sich natürlich, was sind denn das für Bäume, die da stehen? Ja, das war eine Ulmallee, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts dort stand. Und dann sind die Bäume wohl eingegangen, waren zu alt, und das weiß ich aber nicht genau. Das ist so eine typische Aufnahme. Und was da auffällt, ist, man sieht kaum Menschen. Und auf den nächsten Fotos werden Sie auch sehen, dass die Menschen teilweise verhuscht sind, weil man lange Belichtungszeiten brauchte. Und wenn die Menschen nicht stillstanden, wurden sie nur als Schatten wiedergegeben. Hier ein Bild von dem Bischof Brinkmann. Der war während des Kulturkampfes, trat er für den Fortbestand der katholischen Kirche ein, in der Form, wie es immer war. Aber Bismarck wollte gerne ein Wort mitreden, wenn es um die Ernennung von Pfarrern ging. Und das war der Regierung gar nicht genehm. Er wurde in die Zwangsvollstreckung geschickt, sein Hab und Gut wurde versteigert, von Münsteraner Bürgern aber aufgekauft und ihm wieder zur Verfügung gestellt. Dann musste er ins Gefängnis, er kam nach Warndorf ins Gefängnis und der Gefängniswärter sagte, Mensch, Herr Bischof, das darf ich doch eigentlich nicht, Sie als Bischof hier ins Gefängnis, da in die Zelle zu stecken. Aber er war Freigänger, er war da auch nur kurze Zeit und emigrierte dann nach Holland und kehrte dann kurz vor seinem Tod triumphierend nach Münster zurück. Er wurde groß empfangen, starb aber dann kurze Zeit später. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ja, und dann gab es hier die Carte de Visite. Das sind solche Kärtchen. Und zwar waren das Visitenkarten, wenn dann die Dame, hier in diesem Fall eine Dame, oder dieser Herr kam, klopfte an der Haustür und die Bedienstete machte auf, dann überreichte er ihr das Kärtchen, dass sie diese Karte den Herrschaften geben, damit sie wissen, der Besuch ist da. Sie sehen dann auch hier, das sind zum Beispiel alte Abzüge von Friedrich Hund, noch nicht Nachfolger,
Also diese Karte wird etwa 1860, 1870 gefertigt worden sein und ist dann jetzt 150 Jahre alt. Wer diese Menschen waren, das wissen wir heute nicht mehr. Die können Sie kaufen für 2-3 Euro im Internet, werden die angeboten. Wer sowas sammelt, ja, der hat dann Freude daran. Ich habe Ihnen da eine kleine Auswahl vorgestellt, die obere Reihe, dann der Oberbürgermeister Jungeblott und der Oberbürgermeister Sperlich. Also ich komme da mit dem, das waren diese Oberbürgermeister, die vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg die Chefs dieser Stadt waren. Und das Fotoatelier Roth macht und Cordes macht sogar Werbung damit. Macht der Werbung damit, dass man die goldene Medaille 1929 fürs Fotografieren erhalten hat. Hier sehen Sie eine uralte Aufnahme von 1864. Und da sagen Sie, ja, was ist denn das Besondere daran? Man sieht die Menschen zum Teil verhuscht, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Aber ein Detail im Vordergrund, diese alte Pumpe, die stand vor der Lamberti-Kirche auf dem, ja, es war ja früher auch mal ein Friedhof, da konnten die Bürger ihr Wasser pumpen. Und diese Pumpen, die gab es verteilt in der ganzen Stadt. Über die Qualität des Wassers will ich hier gar nichts sagen, das ist eine andere Geschichte. Das war damals, die Menschen hatten Bauchweh und dann, deswegen trank man sehr viel Bier oder Wein. Die Frauen bekamen das Leichtbier, auch Kinder bekamen Bier, also das war gar nicht ungewöhnlich. Und wir hatten eine immense Kneipendichte, aber auch das ist ein anderes Thema. Die nächste Aufnahme zeigt den Prinzipalmarkt. Ja, sagen Sie, ja, das ist der Prinzipalmarkt, wie er mal war. Aber auf der anderen Aufnahme, die sind ja sehr von dem gleichen Fotografen, von der gleichen Firma hergestellt worden. Aber da gibt es ein Detail, was ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar die Schienen hier. Norden und hier, das sind die Masten für die Oberleitung. Die Masten, die die Oberleitung halten. Und diese Aufnahme, die Straßenbahn kam 1901 nach Münster. Und da können wir dann klar sagen, dass diese Aufnahme zuvor gemacht worden ist. Das sind keine Gleise da. Das sind so Details, die dann bei näherer Betrachtung auffallen und uns was von der Geschichte der Stadt erzählen. Eine Gruppenaufnahme, ich schätze um 1900 gemacht, man sieht einen sehr belagten Herren links, aber die sind alle sehr gut situiert. Wer diese Herrschaften sind, das werden wir nicht erfahren. Sie tragen alle einen Bart und jeder trägt einen Hut. Und ein Gegenstück dazu, eine Damengruppe, bewundern Sie die Hüte, die breitrandigen Hüte und die jungen Mädchen im Matrosenlook, das war damals üblich, dass Kinder und Jugendliche den Matrosenlook trugen. Eine andere Aufnahme, das ist ein Ausflug nach Davensberg, zur Burg nach Davensberg. Und da sehen Sie die Ausflugsgruppe, die sich auf der Treppe trapiert. Ein Hund, ein Spitz ist dabei, das war damals auch eine beliebte Hunderasse. Und dieses Bild zeigt, ja, da muss ich nochmal zurück, das ist ein Hausarzt aus Münster, Dr. Heinrich Bunzmann. Sie sehen ihn hier bei der Pockenschutzimpfung mit einer kleinen Lanzette, ritzt er den Oberarm dieses Schülers. Gibt es noch eine andere Aufnahme. Und da sieht man, wie die ganze Klasse angetreten ist zur Pockenschutzimpfung. Und dieser Dr. Heinrich Bunzmann, der starb 1920. Und als ich die Unterlagen bekam von der Urenkelin, da habe ich sie gefragt, sie ist selbst Ärztin, wissen Sie, woran Ihr Urgroßvater gestorben ist? Können Sie sich das vorstellen? Nö. Und dann sah man die Todesanzeige und da stand
dass er nach einem langen oder kurzen Lungenleiden gestorben ist. Er hat sehr gelitten auf dem Sterbebett. Er ist an der spanischen Grippe gestorben 1920, also vor 100 Jahren. Was wir derzeit erleben mit der Corona-Pandemie, gab es damals auch in Münster. Die Krankenhäuser waren überfüllt. Die Patienten konnten gar nicht alle aufgenommen werden. Dr. Heinrich Bunzmann, wenn Sie da mehr darüber lesen wollen, auf meiner Webseite finden Sie, auf der alten und auf der neuen Webseite finden Sie da die Erinnerungen der Tochter, und das Leiden des Vaters wird sehr eindringlich beschrieben und ist sehr ergreifend. Das hat mich sehr berührt, wie sie über das Sterben ihres Vaters geschrieben hat. Ja, Professor Josef Geiser, geboren 1869, gestorben 1848. Er war nur 6 Jahre in Münster. Er war Professor und der Philosophie. Er war ordentlicher Professor und kam dann nach Münster, und er hatte ein Hobby, das Fotografieren. Über Professor Geiser habe ich kein Foto ausfindig machen können, deswegen kann ich ihn nicht zeigen. Sie sehen hier ein sehr beliebtes Fotomotiv, das ist die Westerholzsche Wiese an der Promenade, und Sie sehen da die alte Stadtmauer und ja, die Bäume, wenn Sie heute da hinkommen, da sehen Sie die Stadtmauer kaum noch vor Grün. Sie müssen wahrscheinlich erst wieder auf die blattlose Zeit warten, ehe Sie wieder einen Blick auf die Stadtmauer werfen können. Und in der Stadtmauer verbergen sich ja auch 12, 13 Kanonenkugeln. Die sind da nicht angeschossen worden von irgendwelchen Feinden, sondern man hat sie da eingemauert. Und ich hatte immer gedacht, die wären aus Eisen, aus Metall. Nein, sie sind aus Stein. Und wenn Sie mal zu Pinkus Müller hingehen, da gibt es einen Tisch, da ist eine solche Kanonenkugel eingelassen in diesem Tisch. Schon vor 80, 90, 100 Jahren. So lange gibt es diesen Tisch schon. Ja, die Frage war, ich bekam 3, 4 Albumblätter mit diesen Fotografien. Und die Frage war natürlich, wer war der Fotograf? Und da sah ich dann dieses Haus. Und da steht dann, hat der Franz Säuberlich drunter geschrieben, Weitwinkelaufnahme. Auch das Jahr 1913. Und da habe ich dann in das Einwohnerbuch von 1913 geguckt. Wer hat denn in der Gertrudenstraße, das ist nämlich die Gertrudenstraße, Nummer so und so gewohnt? Und das war der Professor Dr. Geiser. Und so sieht es heute aus. Es ist völlig erhalten geblieben. Ich habe es dann fotografiert, auch wenn man das vergleicht, oben diese Verzierung, das ist alles erhalten geblieben und das ist eine erfreuliche Sache. Dann hat er fotografiert, das ist die Universität am Fürstenberghaus heute, und da hat er wohl aus seinem Bürozimmer aus fotografiert. Die Dame, wer das gewesen ist, vielleicht seine Frau, das lässt sich aber alles nicht mehr in Erfahrung bringen. Aber man sieht die Qualität der Aufnahmen. Die ist so erstaunlich. Das waren Aufnahmen, die waren vielleicht 10 mal 6 cm größer, waren die nicht. Aber sie sind exzellent in der Qualität. Ein Blick auf den Domplatz, und man beachte hier die kleine Bude hier. Oder hier geht es hoch zum Horsteberg. Ganz idyllisch, solche Aufnahmen hat er immer sehr gerne gemacht. Oder hier diese Aufnahme, das ist die Wienburg. Die hat er fotografiert 1910. Ja, und die Wienburg, diesen Teich davor, den gibt es nicht mehr. Aber eine Kleinigkeit möchte ich Sie darauf hinweisen. Das war immer die Frage, dieser kleine Schuppen. Was ist der? Ist das ein Kaninchenstall oder... Ja, und da hatte ich dieses Bild im Schlosstheater gezeigt, und da meldete sich eine Frau bei mir und sagte, wissen Sie, als Kind habe ich da auf der Toilette gesessen und sowas angeklärt. Ja, aber auch, Sie sehen, qualitativ hochwertige Aufnahmen. Er muss eine Kleinbildkamera gehabt haben. Kriegsausbruch 1914, der Erste Weltkrieg. Wir sehen dann, er hat da drunter geschrieben, Kriegsbeute.
die Franzosen. Das sind Lafetten für Kanonen. Die wurden in der Nähe der Münzstraße dort ausgestellt, öffentlich. Hier links sieht man, oh, es ist nicht mein Zeigegerät, deswegen. Hier links sieht man die Zuschauer. Und hier steht heute das Finanzamt Münster Innenstadt, das ehemalige. Und da ist der Bodenturm mit seinem Wasserturm und seinen neugotischen Zinnen. Ja, und die Kriegsgefangenen hier, das schon im November 1914 auf der Grevener Straße geht es ab in die Kaserne, in die 13er Kaserne, die von dem 13. Infanterieregiment nie bezogen worden ist. Und da sehen wir die Kaserne aus einer anderen Perspektive. Und das Besondere hieran, das möchte ich Ihnen zeigen, hier wurden Kriegsgefangene, hier sehen Sie, das ist noch im Rohbau, das ist noch gar nicht fertig, hier sind Wachhäuschen und hier wurden Kriegsgefangene festgehalten. Und auf der Gassenstiege stand auch dieses Haus und eine Gastwirtin, Frau Kranefeld von der Grevener Straße, sagte zu mir, Mensch, das ist ja mein Elternhaus, da bin ich ja geboren worden. Das war 1915, ist diese Aufnahme. Und so sieht es heute aus. Ein Mehrfamilienhaus, Sie sehen da von einer Straße, Gassenstiege, so ändert sich das. Und auch diesen idyllischen Kotten hat er fotografiert. Und nun ist man ja neugierig, wo mag der bestanden haben? Und dann nimmt man einen alten Stadtplan nach Möglichkeit ein, wo auch die Gebäude eingezeichnet sind. Und dann konnte ich das lokalisieren. Und wie das heute aussieht, zeigt dieses Bild. Sie sehen der Wandel der Stadt, wie stark sich vieles auch verändert. Auch zu dieser Mühle, diese wunderschöne Eschmühle, direkt neben der alten Germania-Brauerei. Dann hat man diese Aufnahme mal koloriert, das geht auch. Gibt einen ganz anderen Eindruck wieder. Ja, und wie sieht es heute da aus? Da ist ein Rewe-Kaufpark, vielleicht kennen Sie ihn, an der Gassenstiege. Die Idylle an der Verse, da war er sehr von angetan, auch andere Fotografen haben sehr gerne an der Verse fotografiert. Und hier Bötchen fahren, da schreibt er dazu, Handorf, Hof zur Linde. Und das zeigt auch, wie gering die Bebauung damals war. Und das letzte Bild von ihm, ich vermute mal, dass er das ist mit seiner Frau, es erinnert in etwa vielleicht an einen Maler der Romantik, aber das ist aufgenommen worden im Kinderhaus. Man sieht rechts den Herrn, das könnte der Professor Geiser sein, und links vielleicht seine Frau. Ja, dann geht es weiter. Ansichtskarten waren ganz was Neues. Das waren die damaligen WhatsApps oder SMS oder wie man es bezeichnen will. Im 19. Jahrhundert um 1860 wurde die Postkarte eingeführt und man hat sich dagegen sehr schwer getan, weil ja jeder lesen kann, was da steht. Und, aber das war kein Grund, nicht auf dieses Medium zu gehen. Und die Fotografen fanden das ganz toll, denn sie konnten ihre Bilder dort eindrucken lassen. Und dann diese Ansichtskarte, die Sie hier sehen, da schreibt jemand an sein Luischen, das ist der Wilhelm, der hat immer an sein liebes Luischen Postkarten geschickt ins Lippische, dort wohnte sie, dann haben die später geheiratet. Und irgendwann sind die ganzen Ansichtskarten, die der Wilhelm geschrieben hat, irgendwo verkauft worden und ich habe sie dann mal erhalten. Hier sehen Sie das Lotharinger Kloster, damals Kaserne, ursprünglich Kloster der Lotharinger Ordensfrauen, die aus Lothringen vertrieben wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg, sich in Münster niederließen, wo dann
sich um Kranke sorgten, eine Schule aufmachten. Und als dann 1812, 1815 durch die Säkularisierung haben sie dann ihr Kloster verloren. Dahinter war auch noch ein anderes Gebäudeteil. Und diese Lotharinger Kaserne wurde dann nach dem Krieg Wohnhaus für Wohnungslose. Dann kam das Standesamt dort rein und dann war auch das Stadtarchiv dort ansässig. Dann wurde es aufwendig renoviert und heute ist ja das Standesamt ist dort ansässig. Dann die Badeanstalt, Stadtbad Mitte, der gleiche Ort. Sie sehen der Bau ein bisschen prunkvoll mit Säulen am Eingang und so sah es drin, innen aus. Und es waren ja Damenbäder und Herrenbäder. Es gab keine gemischten Bäder. Das gab es nicht. Das wurde getrennt. Es gab genau festgelegte Badezeiten, wann die Männer ins Bad durften und wann die Frauen. Und da wurde auch eine Postkarte gefertigt. Und die Damen, die da sehen, die werden das an ihre Freunde, Verwandten und wer weiß wohin verschickt haben. Und auch das war üblich. Wenn ein Bischof gestorben war, wurde die Aufbahrung im Dom fotografiert. Der Fotograf konnte damit sein Geld verdienen. Hier Bischof Hermann Jakob Dingelstadt, der gestorben ist. Und natürlich auch Unfälle, wenn irgendwo ein Auto zusammengestoßen war, das nahm man auch gerne zum Anlass, daraus eine Postkarte zu machen. Ja, und dann gab es 1920 in der Universität bei einer Chemievorlesung einen schweren Unfall. Der Professor hatte die Gewichtseinheiten verwechselt. Statt Gramm hat er Kubikzentimeter, also ein hohes Maß genommen und hat dadurch eine schwere Explosion ausgelöst. 7 Studenten starben, 20 wurden schwer verletzt und unter großer Anteilnahme fand dann diese Beerdigung statt. So sah die Bezirksregierung aus, so ungefähr um 1910, der diese Aufnahme entstanden sein. Das war der damalige Baustil mit Türmchen, Erkern versehen und hell-dunkel unten abgesetzt, ähnlich auch. An der heutigen Stelle, oder? An der heutigen Stelle, ja. Und das Schiller-Gymnasium sah auch, das war ja das Pendant zum Paulino. Es waren ja mit den Preußen waren ja auch viele evangelische Beamte und Familien nach Münster gekommen. Und das katholische Paulinum, ja, da wollte man eben ein Gegenstück haben und da wurde das Schiller-Gymnasium gegründet und es existiert heute noch, es ist baulich etwas verändert worden. Eine sehr schöne Aufnahme des Bahnhofsvorplatzes um 1920. Das ist das Hotel Continental und man beachte, wie schön die Bauausführung ist mit Türmchen, Erkern und sogar oben noch ein Türmchen da oben drauf gesetzt. Und hier sieht man auch die Gleise für die Straßenbahn. Also es hatte schon einen gewissen städtischen Charakter. Das kennen Sie auch, die Mensa am Aasee. Sehr schön aufgenommen wurde, ich denke ich so um 1930. Und dann noch eine Aufnahme von der Salzstraße nach dem Krieg. Sie sehen es an den Autokennzeichen. Es sind diese schwarz-weißen Kennzeichen. Und die kleine Salzstraße links, wo heute Karstadt steht, war eine Häuserzeile. Man wollte ja vor dem Krieg schon da ein großes Kaufhaus bauen. Das hat sich aber nicht realisiert. Es stand da nur eine große Baugrube. Es war die, warum man nannte das, die Althoff-Grube. Althoff war damals die Vorgängerfirma. Und dann, in den 1960er Jahren, wurden die Ansichtskarten wurden bunt, schon auch schon in den 40er Jahren, kam die farbige Farbfotografie. Und hier das Eduna-Hochhaus, was eben auch etwas Besonderes war, dass wir so ein
solches Hochhaus bekam, davor der Pavillon. Und das war der Ausbruch erstmal in die Ansichtsgarten. Diesen Herrn, das ist Karl Pohlschmidt, geboren 95, gestorben 1960. Er wurde Fotograf, aber vorher hatte er eine Lehre gemacht als Drogist. Sein Geschäftsnachfolger ist Norbert Muddermann, gestorben 2017. Und ich war froh, dass ich ihn noch sprechen konnte, weil sonst hätten wir nie erfahren, wer Karl Pohlschmidt war. Wir sehen ihn hier als einem Bierpott der Gaststätte Franke, einer Zigarre als junger Soldat. Er ist aufgewachsen, die Familie wohnte direkt am Prinzipalmarkt. Der Vater war Hausdiener bei Thiele. Und der junge Karl Pohlschmidt musste dann auch auf seine Schwester aufpassen und hat sie dann auf den Bordstein des Prinzipalmarkts gesetzt und ihren Rock mit Steinen belegt, damit sie nicht weglaufen konnte. Und da sehen wir ihn in späteren Jahren dem Leben zugewandt. Ja. Und hier Wittkamp, da ist heute Schnitzler in diesem Haus, Bernhard Wittkamp, und da machte er seine Lehre und dort lernte er auch Bilder zu entwickeln, weil in den Drogerien auch Fotos, Filme entwickelt wurden und Bildabzüge gemacht wurden. Und er ist dann zur See gefahren mit einer Reederei, er hat da fotografiert, eine Zeitschrift hat er mit Bildern versehen und dann kam er zurück in den 30er Jahren und fotografierte für Ansichtsgarten. Und da sehen wir hier zum Beispiel einen Blick auf die Frauenstraße, im Hintergrund die Überwasserkirche und das Denkmal Wilhelm I., der wurde abmontiert, 43 oder 44, weil man das Metall für die Kriegsrüstung brauchte. Dann diese schöne Aufnahme von der Überwasserkirche Richtung Kreuzkirche. Man sieht da den Wasserturm und die Schlaumstraße im Vordergrund. Und hier nochmal eine andere Perspektive. Und er hat seine Bilder in der Regel mit seinem Namenszug versehen. Da steht dann immer Karl Pohlschmidt. Er wollte eben das Urheberrecht schützen. Oder diese eindrucksvollen Aufnahmen, man merkt die künstlerische Hand, die er hatte. Und auch rechts da der Verkauf eines Blumenstraußes an zwei alte Damen. Ja. Aber dann hatte er auch die Möglichkeit, und das muss was Besonderes gewesen sein, dass er während des Krieges Zerstörungen fotografieren durfte. Das war nicht gestattet, das war zersetzend und das war nicht unter Strafe nicht erlaubt. Und hier sieht man eine Aufnahme vom Kiepenkerl. Er hat so circa, so Pi mal Daumen, so 200, 300 Bilder von Zerstörungen dokumentiert. Wie hier die Clemenskirche und hier der zerstörte Dom. Und dieses Bild, das hat mich dann sehr beeindruckt, die Firma Schnitzler auf dem Prinzipalmarkt etwa 1946. Der Fotograf ist unbekannt und, ja, und heute ist die Firma ja nach wie vor da. Eine der wenigen, die nicht in andere Hände gekommen ist, sonst sind ja viele Ketten mittlerweile auch da. Und das ist ein Foto von dem Norbert Muddermann, der ja das Geschäft von dem Karl Pohlschmidt übernahm, die Legeri-Straße. Wir sehen dieses Treiben, die Farben, es ist mehr Farbe reingekommen in diese Bilder. Ernst Wenzel, 1890 geboren, 1974 im Kinderhaus gestorben. Er war Lehrer und er fotografierte im Ersten Weltkrieg seine gefallenen Kameraden, um den Verwandten Aufschluss über den Verbleib des Vaters, des Sohnes zu geben. Und diese Aufnahmen, die sind ins Bundesarchiv gegangen. Hier sieht man ihn in fröhlicher Runde. Er war ja Lehrer. Hier sieht man ihn bei einem Ausflug nach Herbern oder hier beim
mit dem Fahrrad von Herborn kommend wieder zurück nach Münster. Er war ein toller Fotograf und da sehen Sie auch an dieser Aufnahme eine gedeckte Kaffeetafel, der Kuchen ist weg, der Kaffee ist ausgetrunken, zwei Männer, der eine mit einer Mundharmonika, der andere mit einer Laute, machen dort Musik und ich zeige dieses Bild immer sehr gern, weil ich es besonders eindrucksvoll finde. Auch, dass hier so diese Hüte da zu sehen sind. Ne? Oder diese Dame hier, da wissen wir nicht, wohin die geht, wohin sie gehen wird. Dann ein Bild, er hat dann Reisen gemacht mit seiner Klasse von der Geistschule, mit seinen Schülern und hat dann unterwegs auch fotografiert. Wie hier diese Menschengruppe, Damen und Herren, so in dem Alter 25, 30, 40 Jahre. Ob das eine Sonnenwendfeier ist, das werden wir nicht erfahren. Und auch hier, es muss eine fröhliche Stimmung gewesen sein, die dort auf dem Berg herrschte. Oder hier ein Bild, Kinderkarneval. Sie sehen, es liegt Schnee, es wird Karneval sein und die Kinder haben sich verkleidet. Ein anderes Bild zeigt zwei Frauen, die die Straße fegen. Und er hatte immer ein Faible für Frauen. Kann ich alle Bilder zeigen, es sind über 1000, die er hinterlassen hat. Oder hier diese Frauen, Wäschekorb und das Kind wird darin getragen. Sie haben die Wäsche aufgehängt und Fröhlichkeit strahlt das Bild aus. Hier ein Bauernhof und die Leiterwagen sind da zu sehen. Und man merkt hier die Industrialisierung, die Mechanisierung der Bauern hat noch gar nicht stattgefunden. Die zwei Mädchen, die eine, die zwei Kühe in den Stall führen oder auf die Weide. Oder hier der Schäfer in einem Gummimantel, das gab es damals schon, mit seinen Schafen. Oder hier die Ernte, Sie sehen da ein primitives Mähgerät von Pferden gezogen. Es sind sogar drei Pferde, die dieses Gerät ziehen. Ja, und dann diese Aufnahme. Damen sind das in der Mitte, eine Rotkreuzschwester. Diese Rotkreuzschwester begleitete die Schüler, seine Schüler, gab das Essen aus und wir werden sie auf anderen Bildern nochmal sehen, auch hier. Wer die Frau war, das ist nicht mehr festzustellen. Ich würde es gerne wissen. Ja, und dann war er mit der Hitlerjugend dann unterwegs im Weserbergland oder am Neckar oder am Main. Und da sehen Sie hier auch die vorneweg die vorderen Jungen, die haben die Kluft an und dahinter sind die meisten Kinder noch nicht in der Uniform der Hitlerjungen. Hier sehen wir sie mit ihrem Gruppenführer und da existieren sehr viele Aufnahmen davon. Oder hier, das wird wohl ein Jochefass sein und sie berühren die Pferde, die sind Städter und das ist hier vielleicht etwas Besonderes. So nahen Kontakt mit einem Pferd zu haben. Hier wird eine Fahnenstange aufgerichtet, auch von den Jungen der Hitlerjugend. Und hier Fahnenappell. Und hier sehen wir auch wieder die Rotkreuzschwester. Aber das ist hier nicht Ernst Wenzel. Ein Löschteich, also für die Kinder war diese Freizeit natürlich toll, die Gemeinschaft zu erleben. Aber die politische Indoktrination, die davon auch ausging, das wurde von ihnen nicht wissend in Kauf genommen, der vormilitärische Drill. Obwohl die Münsteraner Familien da nicht ganz so begeistert waren in Sachen Hitlerjugend. Hier die Rotkreuzschwester bei einer Essensausgabe. Und hier dieses Bild zeigt, wie ein Junge eine Pusteblume hält und ein anderer Junge, der legt das Kleinkalibergewehr oder ein Luftgewehr, wir wissen es nicht, an, um die Pusteblume zu treffen. Bei einem dieser Spiele ist ein Junge zu Tode gekommen durch einen Kopfschuss.
Ich habe da an anderer Stelle darüber berichtet. Das war der Bruder der Gräfin Meerfeld. Ein eindrucksvolles Bild. Sie haben auch eine Schifffahrt gemacht bis hoch nach Koblenz. Sie sehen hier einen Raddampfer, noch dampfbetrieben. Und dahinter die Kähne, die noch keinen eigenen Motor hatten. Dann die Zeit an der Werse. Da wurde immer sehr gern fotografiert. Und auch diese Aufnahme zeige ich sehr gern. Wegen der Idylle. Die Badehose ist heute nicht mehr modern, aber das spielt auch noch eine Rolle. Was hier so auffällt, diese Ruhe dieser Bilder, wenn Sie heute dahin gehen, ist es dicht an dicht bebaut und nicht nur eingeschossig, sondern mehrgeschossig. Und da ist sehr viel von diesem Charakter verloren gegangen. Ja, und der Krieg rückt näher und Wenzel hat Kriegszerstörung während des Krieges nicht fotografiert, weil er es nicht durfte. Aber hier hat er einen Bombenabwurf fotografiert auf einer Fahrt mit seinen Jungen in einem Dorf, einer kleinen Stadt. Und man ist da sehr neugierig, man steht um den Bombentrichter herum. Das seitliche Haus ist, der ganze Verputz ist weg und mit Neugierde schaut man sich das an. Sommer 1945, und hier fängt er wieder an zu fotografieren. Erst dann. Und da sieht man hier an der linken Seite, hier sind die Osmohallen, also der hausverarbeitende Betrieb. Hier ist die Schillerstraße. Und das Wasser des Kanals ist abgelassen worden, um die Spundwände wieder zu reparieren, Blindgänger zu entfernen und gesunkene oder festsitzende Schiffe wieder zu bergen. Hier auch der Hafen mit dem Speicher links. Und heute sieht das ja alles ganz anders aus, wenn man da wieder hinkommt. Eine Behelfsbrücke aufgebaut, ich denke in der Nähe der Schillerstraße, vielleicht auch an der Warndorfer Straße, das lässt sich leider nicht eindeutig klären. Ein Blick auf die Herz-Jesu-Kirche. Und hier gibt es ein kleines Merkmal zu sehen. Dieser Fall, der weist darauf hin, dass dort ein Luftschutzkeller ist. Und wenn wir hier die zugemauerten Fenster sehen mit Lüftungslöchern, dann wissen wir, da konnten Menschen sich aufhalten, um sich zu schützen vor Bomben. Die Antoniuskirche, die damals noch diese schöne Kuppel hatte, wurde genannt auch die Spinne, weil es eben so spinnenartig aussah. Und noch ein Blick auf die Raphael-Klinik, die Madonna, die hier einmal drin stand, die ist aber so 8, 9, 10 Meter hoch, die ist dann runtergestürzt und davon gibt es nichts mehr. Ja, und das auch nochmal so, er hat was für die Gesundheit getan. Er ist in Wiesbaden, hat er eine Moorkur gemacht, da sehen wir ihn. Und hier mit Freunden zusammen. Und so Kleinigkeiten, die dann auffallen, ist dann hier das Parteiabzeichen. Ernst Wenzel habe ich nie bei ihm gesehen, dass er wird natürlich als Lehrer irgendeiner Nazi-Organisation angehört haben müssen, sonst hätte er seinen Beruf nicht ausüben können. Und das letzte Foto von ihm zeigt ihn als Rosenkavalier. Er war, das hat mir ein alter Schüler von ihm erzählt, er war damals 90 Jahre alt, und sagte, er war ein sehr zurückhaltender, feiner, den Menschen zugewandter Mensch. Ja, Pan Walter ist vielen von Ihnen sicher ein Begriff. Und so sehen wir ihn hier mit einer sehr modernen Krawatte, die wirklich außergewöhnlich ist. Er kam in den frühen 50er Jahren nach Münster von Dresden. Und die politische Situation ließ es nicht zu, dass er dort blieb. Und da ist er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Münster gekommen. Und hier sehen wir die Baracke, in der sie wohnten, in Körde. Seine Frau sitzt da im Fenster. Und sie starb in Mitte der 50er Jahre auf tragische Weise durch einen Verkehrsunfall.
Hier rechts die Kleine, das ist die Elin, Elin Walter, mit der habe ich noch vorgestern telefoniert, ob sie kommen möchte, aber ihr Gesundheitszustand lässt das leider nicht zu. Aber Sie sehen schon bei der Aufnahme der Mutter mit den hellen Partien und den dunklen Verschatteten, wie künstlerisch das gemacht worden ist. Pan Walter hat gesagt, ich bin kein Fotograf, ich bin Lichtbildner, ich male mit Licht. Das war das, was er auch Zeit seines Lebens gemacht hat. Hier sieht man die Kinder, die kleine Elin und die Schwester. Und die Elin wollte eigentlich nicht, dass ich das Bild veröffentliche, weil sie sagte, da gäbe es Menschen, die sich daran ergötzen. Aber dann hat sie doch zugestimmt, dieses schöne Bild zeigen zu dürfen. Ihr Vater, wir sehen ihn hier auf Kameras feiern, man hat dolle gefeiert in Künstlerkreisen und es gab, er gründete sich auch eine Künstlergruppe und es war über Schokan wurde und auch bei Schokan traf man sich regelmäßig. Es wurde viel getrunken und auch viel gegessen. Ja, und da sehen wir hier Eröffnung einer Ausstellung von ihm, und zwar in der Cavete, täglich von 18 bis 1 Uhr. Und da stellt er sich selbst dar und das Foto daneben zeigt ihn auf einer Karnevalsfeier, wie er so den Clown nennt. Dann ist er umgezogen und vielleicht erinnern sich noch einige, auf der Salzstraße und auf der Rotenburg hatte er große Aushänge seiner Bilder. Und er fotografierte ja berühmte Menschen, zum Beispiel Willy Brandt, aber davon konnte er nicht richtig leben, sondern er fotografierte tausende Münsteraner. Und das war sein Lebensunterhalt. Und auch hier zum Beispiel den Bischof Höffner hat er fotografiert, war in der Ausstellung des Stadtmuseums. Sehr eindrucksvoll waren seine Porträts zu sehen. Oder hier der Philosoph, Tischler, Künstler und Pädagoge Hugo Kügelhaus. Oder Victor Schamoni, der Kameramann, alle Jahre wieder. Und das Leben spielte sich zum Teil auch in der damaligen Cavete ab. Und dieses Bild, was Sie da im Hintergrund sehen, in der Cavete, ich war kürzlich da, ich wollte wissen, ob das da noch zu sehen ist. Es ist nicht mehr zu sehen, es ist weg. Das sind die beiden Maler, Paul Mertner und Benno Kersting, die in der Cavete dieses Kunstwerk geschaffen haben. Leider, leider hat man es nicht respektvoll behandelt. Die städtischen Bühnen, das neue Theater in Münster, man beachte, wie eindrucksvoll die Brockenbildung über dem Theater, die weiße, die helle Rundung der Theaterbühne. Und da steht die Künstlerin Ilke Duis, das Bild hat den Titel Auf dem Dach der Welt. Ilke Duis war eine Künstlerin und machte Scherenschnitte. Die Familie, ein Selbstbildnis, er hat dann noch einmal geheiratet und da sehen wir die Kinder, aber die Ehe, die wurde dann geschieden und er heiratete noch einmal. Er war dann lehrte in Dortmund an der Fachhochschule und war dort auch Professor. Und wie er so war, Pan Walter übt für sein Denkmal wieder den Heldentod. Also er war ein sehr kritischer Geist und wir sehen diese fantasievolle Aufnahmen, aber das wird gleich noch besser werden. Dann kam Tschernobyl und da hat er dann, da sieht man hier diese Filmstreifen, die er gemacht hat, da stellt er sich vor, Tschernobyl und stellt sich da als Aufräumer, ich weiß es nicht genau, was man da hinein interpretieren kann. Hier sehen wir ihn nochmal in Sachen Tschernobyl. Sein letztes Bild 1987 ist dieses. Er sagt, Kunst? Wenn Sie dann genau hinschauen, dann sehen Sie das Burentor, das war die Plastik, die damals hier das Burentor und andere Plastiken, hier die gelbe Madonna zum Beispiel.
Und das hat er kritisiert und sich einen Spaß daraus gemacht, zu sagen, Kunst, Fragezeichen, des Kaisers neue Kleider, also nackig. Und das Jahr 87 war auch sein letztes Lebensjahr. Er war zuckerkrank und kein Arzt hätte ihm erlaubt, die Reise nach Thailand zu machen. Er ist nach Thailand gefahren und ist dort gestorben. Und seine Asche wurde nach buddhistischem Ritus im Meer verstreut. Ja, Willy Zumbrock, Maurerpolier und ein eifriger Fotograf, hier sehen wir ihn, 1913, 1987 hat er gelebt. Sein Sohn hat mir diese Bilder zur Verfügung gestellt. Und hier sehen wir einmal da, wo er viel gearbeitet hat, an der Germania Brauerei. Man sieht da einen Bagger oder Radlader, der im Hintergrund sieht man den Kühlturm. Und das, da gibt es hunderte Bilder, die seine Tätigkeit an der Brauerei zeigen, aber auch andere, quer durch die Stadt. Und hier sieht man, das Thema ist hier der Wiederaufbau der Clemenskirche, hier ist der Architekt und der Bauleiter zu sehen. Vor der Ruine, das Baubüro steht schon. Und hier sind die Maurer zu sehen. Und da fällt dann auch auf, wenn man sich die Männer näher anschaut, sie tragen Privatkleidung, Jeans, Sakkos und wenn man auch so auf andere Details achtet, zum Beispiel wie der Gerüstbau damals gemacht wurde, also nicht wie heute mit Stecksystemen und dergleichen, sondern mit Ketten wurden dann die Gerüste miteinander verbunden. Das kann man hier auch sehen. Hier ist hier relativ primitiv. Und das sind die Maurer, die die Clemenskirche wieder aufbauten. Hier ein Rundbogen, der neu gemauert worden ist. Und das nächste Bild zeigt die Perspektive des Maurers im Hintergrund, die Lambertikirche. Die Bilder sind nicht immer von höchster Qualität. Die erwarte ich da auch nicht. Aber sie sind ausreichend, um das wiederzugeben, wie es einmal so war. Ja, hier nochmal von unten diese Aufnahme, eine andere Perspektive und hier ein Blick von der Clemenskirche auf das Stadthaus 1 und hier vorne sehen wir auch Karlstadt, weil er damals anders, wurde ja dann viele Jahre später anders gestartet in der Außenfassade. Und hier ist schon die Clemenskirche weitgehend im Rohbau fertig. Auch so kleine Details, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie hier, das ist hier meine Tankstelle. Wollte ich gerade fragen, bei der Aral. Und hier eine Reparaturwerkstatt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und so, ein Parkhaus ist dann auch entstanden. Das war eben damals so, man baute mitten in die Stadt die Parkhäuser und auch der Parkplatz davor ist heute bebaut. Das Bild hat sich also total gewandelt. Hier sehen wir diese tolle Perspektive, die Maurer, die Handwerker mit dem Hintergrund. Rechts sehen wir die Dominikanerkirche hier. Hier das Schulhaus Lüttmann, was es auch nicht mehr gibt. Ist abgerissen worden vor einem halben Jahr. Und da sehen wir auch den Wandel der Stadt. Kambrest. Mal auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, ich bin gut in der Zeit noch. Also Karmbresten. Hier sehen wir die Loddenheide, die Kaserne an der Loddenheide. Und hier ist die Prinzessin Margarete zu sehen bei einer Truppenparade. Und der Vater, der kam, der war der Manager des Kinos Globe, des britischen Kinos. Hier militärische Fahrzeuge. Und hier die Mutter der Carmen Bresten und dahinter das Globkino, was es eben schon lange Jahre nicht mehr gibt. Und die britischen Militärangehörigen und Familien, die konnten da ins Kino gehen. Ab und zu schafften es auch deutsche Jungen, da reinzukommen, um vor allen Dingen anschließend noch in den Nafi-Shop zu gehen, wo man preiswert Whisky bekommen kann und andere schöne Sachen. Und die auch relativ preiswert, zum Beispiel auch Zigaretten. Hier ist der Manager zu sehen auf der rechten Seite.
das ist der Manager, und hier die Projektoren, das waren große Maschinen, und dafür brauchte man auch einen Vorführer, der technisch geschult war, diese komplizierten Geräte bedienen zu können. Heute, wie passiert es heute? Heute sind das dann, wird das abgerufen über das Internet. Es sollen demnächst die Filme, wenn sie ins Cineplex gehen oder ins Schlosstheater, gestreamt werden, also aus dem Internet direkt auf den Projektor. Ja, und hier der ganze Stolz der Familie Bresten, der Opel Kapitän damals. Da sehen wir dieses schöne Auto, Marktstraße am Hohen Heckenweg. Da wohnten die Prestens. So sah es da aus, kleinbürgerlich, der Stolz ein Fernsehapparat. Und der Manager zu Hause mit seiner Tochter, das wird Carmen sein, in Socken, und ja, es wird die Adventszeit sein, weil wir hier sehen ein kleines Adventsgebilde. Und dann auf dem Hohen Heckenweg gab es auch einen Unfall, ein britischer Laster ist umgekippt, und das ist natürlich ein Schauspiel, wo die Leute gerne gucken, was da passiert, und da sehen wir dann auch die britische Militärpolizei, aber auch schon mit einem deutschen Polizisten hier. Das war nicht selbstverständlich. Dann hat er auch so wunderbar fotografiert. Und zwar vom Globkino aus, was ja seine Arbeitsstätte war, Richtung Innenstadt. Und das sind ganz besondere Aufnahmen, weil sie hier zeigen, das Iduna-Hochhaus wird hier hochgezogen. Der Eingang zur Salzstraße, Düchergang stand da viele Jahre. Hier war hier zu sehen, und man beachte auch die alten Autos. Und hier ist es dann fertig, das neue Iduna Hochhaus. Das war schon etwas Besonderes. Oder wir blicken einmal in die Lugeri-Straße. Es war noch keine Fußgängerstraße damals, sondern es herrschte dort ein reger Autoverkehr. Zum Beispiel von der Clemensstraße sehen wir hier den Zebrastreifen und die vielen Autos, die dann über den Prinzipalmarkt fuhren. Und auf dem Prinzipalmarkt stand dann der Polizist Bubi Mypopo, das populärste Polizist, der dann den Verkehr regelte, zur Freude der Passanten. Jetzt kommen einige Amateuraufnahmen aus den 50er und 80er bis so in die 80er Jahre hinein. Und das erste Bild, was ich Ihnen zeige, ist aus der Tanzschule Dr. Oberbach, 1950 wohl, vielleicht auch 49 fotografiert. Und man sieht hier die Lebensfreude, die sich entwickelt. Die grauen Jahre, die Kriegsjahre, die Jahre der Entbehrung sind vorbei. So langsam beginnen die Buttercreme-Jahre, die Buttercreme-Torte kommt, Toast Hawaii und alle diese Leckereien kamen dann auf den Tisch, wie auch bei uns zu Hause. Und man sieht hier diese jungen Leute, wie sie sich zuprosten und wie eine gewisse Fröhlichkeit da ist, eben bessere Zeiten zu haben. Dann sehen wir hier in einem Kindergarten, die Kinder haben sich verkleidet, diese Bilder wurden mir jetzt kürzlich zugeschickt, oder hier der ganze Stolz der Familie, ein DKW am Niedersachsenring. Das war was Besonderes. Man beachte auch an das Kennzeichen, das R für Rheinland, das galt auch für Westfalen. Und dieses Bild einer Volksschulklasse, die Lehrerin steht da, man muss mal die Details nicht ansehen, ich kann es jetzt leider nicht vergrößern. Aber hier werden die Noten schematisch aufgeführt. 26 Kinder mit 2 mit, also ich kann es nicht genau lesen. Und Durchschnitt befriedigend bloß. Die Lehrerin und die Jungs und die Mädchen, ja, die kriegen da ihre Arbeitshefte zurück. Eine eindrucksvolle Aufnahme mit Blick auf den Aasee. Hier sehen wir die Goldene Brücke, ein Obus, und es sind die Jahre nach dem Krieg. Es ist
Sie sehen das auch an den Kinderwagen hier, was das noch für altertümliche Gefährte waren. Und auch das Nunze hatte auch vor dem Krieg, wenn man so alte Bilder sieht, mit Menschen, sehr viele Nonnen, Ordensschwestern und auch Mönche. Das Straßenbild hat sich in der Beziehung völlig geändert, aber ich finde diese Aufnahme auch so schön. Und hier sehe ich auch schon, dass hier schon die Statuen, die vier Statuen von Rudolf Breimann schon angebracht worden sind. Rudolf Breimann, Maler und Bildhauer, da ist unter anderem Karl der Große da zu sehen, als Gründer der Diözese des Bistums Münsters und andere. Dann an der Hammerstraße, das war ja, da sehen wir dieses Bild, Stengelrübenfest 1960 von Heinrich Kortz. Der sitzt hier auf dem Pferd, er ist Gastwirt und er ist wohl beleibt. Und Sie können die Geschichte auch von ihm lesen. Das ist eine kleine Kneipe, die es heute nicht mehr gibt. Es gab Soleier, finden Sie heute nicht mehr. Ja, und dann 1973 Bundesschützenfest. Ich habe die Farben extra so gelassen, weil die auch so ein bisschen das widerspiegeln, wie damals die Fotos aussahen. Oder hier die Schützenkönige mit den Damen oder hier die jungen Mädchen, die den Schützenzug begleiteten. Dann eine Szene vor dem Landgericht. So sah es damals aus, auch die Autos. Aber es war noch nicht so ein Verkehr, so wie wir ihn heute kennen. Und dieses Bild, das ist am Roggenmarkt. Vielleicht waren da einige, da war das Inselcafé. Und wer spielte dort? Steffi Stephan trat dort auf und Udo Lindenberg. Da steht Pferdestall oder ja, Pferdestall. Aber zu meiner Zeit, und da bekam man eine Karte mit einer Uhrzeit, die eingestempelt wurde. Und dann bezahlte man pro Minute. Glaube 10 Pfennig oder 1 Pfennig, ja 1 Pfennig. Und dann trank man eine Cola, das wurde dann da auch notiert, oder ein Florida Bowl. Und wenn man dann das Inselcafé verließ, wurde dann die Zeitdifferenz festgestellt. Und wenn das dann 120 Minuten waren, da waren das also 2,40 Mark plus Cola. Und dann war der Abend vielleicht eine 3,80 Mark relativ teuer geworden. Heute ist da mein Verlag auch ansässig, Münster Mitte Medienverlag. So kennen Sie auch noch die alte Bezirksregierung. Das Gebäude, das alte Gebäude, ist ja in den frühen 60er Jahren abgerissen worden, leider. Und man hat dann dieses hässliche Bauwerk hingesetzt, was heute in der Fassade verbessert worden ist. Ja, dann die Bundestagswahl, und da sehen wir dann, wer zur Wahl anstand. Hier Willy Brandt, Scheel, dann hier Wahlkopf und CDU, der Friedrich Adolf Jahn wird das sein. Und oder einmal dieses Bild. Flakhelfertreffen 88, da habe ich auch länger darüber nachgedacht. Und wenn man dann das nächste Bild sieht, das waren also Jungen der Städterpanel des Ratsgymnasiums, Jahrgänge 26, 28, die dann als 15, 16-Jährige zur Flak eingezogen wurden. Und die haben sich dann 1988, da waren die Männer so um die 60, getroffen, am Rathaus, sie wurden von der Bürgermeisterin empfangen, und da sieht man sie hier nochmal, die alle die gleiche Geschichte hinter sich haben, als Flakhelfer gearbeitet zu haben. Ja, das nächste Bild, erinnert sich vielleicht jemand dran? Da wo heute die Stadtbibliothek.
Genau an der Stelle war für einige Monate dieser Behelfsbau für Karstadt, also am alten Steinweg. Und auch das gab es im Kreuzviertel an der Nordstraße. Da sehen Sie hier ein primitives Gebäude. Diese Gebäude hatten keinen Keller. Der Boden war lehmgestampft, also ganz primitiv. Es waren sogenannte Ackerbürgerhäuser. Und wie sieht das heute aus? Das ist völlig verschwunden. Ne? Heute ist da eine Apotheke und eine Arztpraxis. Ackerbürger. Oder hier ein Blick auf den Markt. Man beachte, wie einfach die Stände damals waren. Sie wurden ja immer von Jahr zu Jahr moderner und mit Kühlsystemen und wer weiß was alles ausgestattet. Und der erste Weihnachtsmarkt, so aus den 70er Jahren, ist, zeigt dieses Bild. Das ist lange vorbei. Heute sind die Weihnachtsmärkte, die sind ja gewuchert, wo es sich jetzt überall gibt. Und auch die Darbietungsform ist auch eine andere mittlerweile. Auf dem Sens habe ich nie geschafft, ich habe es auch ehrlicherweise auch nie richtig probiert, den Wurfring da über das, was man haben möchte, zu werfen, dass er nicht an einer Ecke hängen blieb. Aber das war nicht zu schaffen. Dann 1987 die Gerda Madonna. Und da fällt auch auf, wenn Sie heute da vorbeigehen, vor Karstadt, dieses hier ist alles zugebaut. Das ist alles hochgebaut und Markus, das gibt es nicht mehr. Das wird neu gebaut. Ja, Alfred Kaup, der kommt aus Warndorf, 1932 bis 2009. Und der war Hoffotograf der Germania-Brauerei. Deswegen sehen Sie ja auch zu diesem Bild dieses Pferdegespann, das Festgespann der Germania-Brauerei mit Hermann Brechmann. Aber da kommen wir gleich dazu. Wenn Sie dieses Bild sehen, da wissen Sie, aha, das ist die Kavete. Aber was ist denn das da für ein Pferd, was da aus der Kavete kommt? Und da sehen Sie es. Also das war ein Gag. Man hat ein Pferd in die Kavete geführt, einen Reiter da drauf und die Mädchen rechts und links stehen da und der Reiter wird empfangen. Links steht, da sagte man mir, der hat einen Bierverlag. Der Ritter, glaube ich, ist das. Ja, und hier dieses Gespann, und das war ja immer schön zu sehen, wenn die Germania Brauerei die Fässer durch die Stadt fuhr. Oder hier, das war eine Festlichkeit der Brauerei. Man sieht hier die Direktoren der Germania Brauerei, das sind hier. Und die waren immer, hier hat jemand mit einer Trompete dahinter, da ist Stuhlmacher zu sehen. Also man wusste wohl, Marketing zu machen auf eine ziemlich deftige Art. Oder hier dieses Bild, auch hier bei Stuhlmacher, das 10.000. Fass für den Rat der Stadt Münster. Heute nicht mehr denkbar, wenn man das dem Rat hätte geben wollen. 100.000. Ach, das ist 100.000. Auf eine Null kommst du ja. Ja, ich muss zum Optiker, meine Brille ist. Er fotografierte, der Herr Kaup fotografierte dann alles rund um die Germania-Brauerei, den Fuhrpark, den Gärkeller, die Fassabfüllung und die Anlieferung in Gaststätten und Familien beim Bier trinken und es wurde geraucht auf Teufel komm heraus. Und hier sehen wir den stadtbekannten Heinrich Brechmann. Er hieß nicht nur Brechmann, sondern er sah auch so aus. Nicht? Und wir sehen ihn auch hier bei der Arbeit, hier irgendwo im kleinen Kienker oder großen Kienker. Und er war stadtbekannt und er hatte eine rosige Hautfarbe. Und und hier Oberbürgermeister Albrecht Beckel und mit Arnold Holtmann, das war der damalige Brauereidirektor. Er wurde auch Gottvater genannt, weil er auch, wenn der Mühlenhof Bier bestellt hatte und die konnten nicht bezahlen, dann rief man dort an und sagte, wir haben nichts in der Kasse und dann wurde die Rechnung niedergeschlagen.
Dann gab es auch 6-Tage-Rennen. Und das waren die, wenn Sie das nächste Bild sehen, wenn Sie die Bierplastikbecher da sehen, da wissen Sie, der Sport spielte keine Rolle. Ja, es war angestört. Oder Chris Barber mit seiner Band da. Ja. Es war ein, auf den Sport kam es gar nicht drauf an. Hier ein schönes Bild vom Robbenmarkt hoch zur Lamberti-Kirche. Und auch dieses, ich meine, mich recht zu erinnern, dass das jemand war, dieser Mann, der aus Jugoslawien kam und der einen kleinen Hund auf seinem Gepäckträger am Fahrrad hatte. Und auch dieses Bild ist von ihm, das Betriebsgelände der Germania Brauerei. Er hat noch hunderte andere, aber ich kann die Ihnen ja nicht alle zeigen, sonst kommen Sie heute nicht nach Hause. Auch das ist, ja, die Osmo Werkfeuerwehr, Osmo Ostermann Scheibe, Münster Osnabrück, Werkfeuerwehr 1970 an der Schillerstraße. Und diese Bilder, die Sie jetzt sehen, zeigen erstmal unseren Willy Brandt 1970. Da wurde nämlich die Feuerwache am Jorkring eingeweiht. Und es war der Feuerwehrtag in Münster für die ganze Bundesrepublik. Und da war dann auch der Bundeskanzler da und er musste dann in diesen Korb steigen und wurde dann so auf 20 Meter hoch gehoben. Da war unser Willy Brandt vor dem Schlossplatz und da wird er auch eine Ansprache gehalten haben. Hier sehen wir den Oberstadtdirektor Austermann und links daneben, das müsste der Landtagsabgeordnete Berlin sein. Das weiß ich aber nicht genau. Dann sehen wir hier auf diesem Bild als Teilnehmer Karl-Heinz Barkow, SPD-Bundestagsabgeordneter. Und daneben, das Gesicht ist mir bekannt, aber ich kann den Namen nicht zuordnen. Vielleicht weiß das jemand und meldet sich bei mir. Ja, und dann großes Tamtam, dann die ganzen Feuerwehrleute zu Hunderten zogen dann durch die Stadt, marschierten in Reihe und Glied hier stadteinwärts am Landgericht vorbei. Aber das ist noch nicht alles, denn es muss sehr geübt werden, wenn es brennt. Und hier sehen wir die Feuerwehrautos schön aufgereiht und dann fahren sie zu einer Übung. Und da sehen wir hier noch ein Häuschen, dieses Haus, was nicht mehr lange stehen wird. Was passiert da? Man hat es angezündet, es ist ein warmer Abbruch und man nimmt das zum Anlass, die Feuerwehr üben zu lassen. Man beachte die Rauchentwicklung, das ist an der Siemensstraße, Und die Rauchentwicklung gibt es auch noch stärker und noch stärker. Das muss man sich mal überlegen. Das war 1972, also vor 50 Jahren. Heute absolut nicht mehr denkbar. Und ich, ja, Erwin Schröder, der war, er hat in Münster studiert. An der Fachhochschule hat er Design studiert und eine seiner Aufgaben war, das ist er, eine Fotoarbeit zu machen und da ist er mit seiner Fotokamera in den 70er Jahren auf die Pirsch gegangen. Und da sehen wir hier die Weseler Straße etwa auf der Höhe des Aasees. Und dann hat er ein Plakat entworfen, man beachte vor 45 Jahren etwa, die Alternative im Stadtverkehr. Er war da seiner Zeit doch wohl schon ein bisschen voraus. Auch hier dieses, hier im Renault 16 sehen wir da alles Autos, die es heute nicht mehr gibt. Dann ein Blick vom Stadthaus Nummer 1. Auf rechts sehen wir Karstadt, noch die alte Gebäudefassade. Dahinter die Dominikanerkirche und hier Dückmann, das Haus. Das ist nur verkleidet worden, das war ein Fachwerk dahinter. Und das hat man nach dem Krieg wieder aufgebaut und das Fachwerk verdeckt mit Ziegelsteinen. Ja, dann hier seine Kommilitonin mit einem Renault 4. Und hier sieht man, wie er in die Rothenburg hinein fotografiert und auch das ist längst Geschichte hier, die Dresdner Bank, die gibt es schon lange nicht mehr.
in dieser Form. Ja, dann die Tristesse am Güterbahnhof, zwei Diesellokomotiven an den Gleisen. Parallel zur Friedrich-Ebert-Straße ist das fotografiert worden. Das war auch so das Gebiet, wo ich als Kind gespielt habe. Deswegen die Verortung auch hier konnte ich sehr gut nachvollziehen, denn in nicht weiter Entfernung gab es hier ein Rondell, wo dann Lokomotiven gedreht werden konnten oder Waggons gedreht werden konnten. Und ich als Kind, 11, 12 Jahre, ich fand das faszinierend. Ja, und dann hat er auch diese schöne Aufnahme gemacht am Gefängnis. Fluchthilfe konnte man das auch bezeichnen. Denn dieses Häuschen, Schuppen, Toilette oder was es war, war ja gut geeignet für Strafgefangene, wenn sie die eine Seite überwunden hatten, nicht zu tief zu stürzen, sondern darauf zu gehen. Ja, das ist dieses Bild, aber dann möchte ich noch an Berthold Socher erinnern. Der war Fotograf, er arbeitete beim Landschaftsverband, hat viele Bilder hinterlassen. Wir haben uns kennengelernt in den frühen 60er Jahren. Unsere Freundinnen wohnten vis-à-vis und da hatte ich dann Berthold damals kennengelernt. Dann haben wir uns viele Jahre aus den Augen verloren, bis wir uns dann wieder gesehen haben. Und diese Aufnahme hat er gemacht im Kinderhaus, als Kinderhaus gebaut wurde. Und wie immer endet mein Vortrag immer mit dem gleichen Bild, diesem positiven Bild auf den Prinzipalmarkt in Farbe. Und es geht aufwärts, es ist sehr viel Positives hier zu entnehmen. Und jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und gleich noch dazu Fragen im Anschluss, wenn Sie bestimmte Bilder nochmal sehen wollen. Herzlich gern. Aber danken muss ich Klaus Zumbohr, Monika Kaubbüschel, Elin Walter, Karen Preston, Erwin Schröder, Stadtarchiv Münster, UOB Münster, Münsterländische Bank und den vielen anderen Menschen, die mich unterstützt haben. Dankeschön. Dann möchte ich erstmal Henning Stoffers danken für seinen tollen Vortrag, für einen weiten, großen Bilderbogen und viele interessante Details, die er uns vorgestellt hat. Es war natürlich deutlich länger, der Abschnitt, nicht bis 1960, sondern wir sind ja schon deutlich in die 80er Jahre auch gegangen. Aber die ganzen Geschichten, die Sie dazu erzählen, ist wirklich interessant, vor allem in Münster nochmal aus dem Blickwinkel dieser vieler ja auch berühmter Fotografen kennenzulernen, fand ich wirklich sehr spannend. Herzlichen Dank dafür. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch Fragen haben, dann besteht noch jetzt Gelegenheit, sie zu stellen. Wenn nicht, können wir auch uns in den Biergarten verabschieden oder was auch immer. Gibt es hier einen Biergarten? Nein. Haben Sie nicht. Gut, das ist schön, dann war das umfassend sozusagen. Ja. Und wir freuen uns, dass wir Sie heute hier haben durften. Ich darf noch kurz hinweisen auf unseren nächsten Themenabend, der wird am 28. Juli stattfinden. Dann gehen wir wirklich sehr weit zurück in die Stadtgeschichte. Es geht um Münster um 1570. Dr. Bernd Thier wird uns anhand einer berühmten Seitenansicht das Alltagsleben hier in der Stadt, vor allen Dingen vor den Toren der Stadt, darstellen und auch viele Dokumente und so weiter aus dieser Zeit vorstellen. Und ich denke, das ist im Grunde auch parallel zu der Ausstellung, die gerade im Stadtmuseum gezeigt wird, aber Sie kriegen das hier nochmal exklusiv alles gezeigt und da freue ich mich sehr drauf. Also ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielen Dank fürs Kommen und den Zuschauern auch ebenso schönen Abend. Applaus